Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der mittlerweile vierten Folge von Arno. Denn ich hatte die zweite doch noch wiedergefunden. Das Ganze findet gerade auch im Stream statt. Und für alle, die jetzt gerade die Ohren weggepustet bekommen haben, es tut mir leid, aber ich habe mein Setup geändert. Nachdem sich so viele darüber beschwert haben, dass es ihnen einfach zu leise ist, habe ich mein Setup geändert. Bin ja Mann des Volkes. Hier kurz mal den Sound anpassen. Was ist mit der Musik? Ist sie so okay oder so? Da geht noch ein bisschen was, ne? Die Musik ist halt episch. Also die Musik kann man halt gar nicht zu laut haben. Weil das Interface-Ding schon sehr störend ist. Da. So. Ja, liegt wahrscheinlich an 1800, ne? 1800 hypt uns alle. Das hier ist meine wunderbare Insel für alle, die es nicht mitbekommen haben, die jetzt hier gerade im Stream sind. Die Musik ist fucking awesome. Niemand kann mir sagen, dass die andere Musik einen kalt lässt. Das ist meine Hauptinsel. Ich bin noch nicht bei Patrizian. Ich bin ein Mann des Volkes, des großen Volkes. Hier unten ist meine Werkzeugproduktion. Hier ist unsere zweite Insel. Hier produzieren wir aktuell nur Most. Und hier unten sind unsere zwei neuen Inseln. Hier produzieren wir Gewürze. Interessanterweise scheinbar mit einem Gewürzfeld zu wenig. Und mit einer Straße zu wenig. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Wahrscheinlich bin ich da gerade dran. Ach ja, stimmt. Und hier ist die, wo wir Datteln anbauen und die Bevölkerung beherbergen. Wir mussten das machen, weil es keine Insel gab, die quasi Datteln und Gewürze zur Verfügung gestellt hat. Ja, so muss es quasi. Wir haben einen zweiten Hafen gemacht, damit die Verbindung nach hier besser läuft. Was wir hier machen, weiß ich noch gar nicht. Achso, hier wollten wir ja Bier anbauen. Aber dazu natürlich später noch mehr. Ich muss jetzt hier gerade einmal ein bisschen nochmal was umladen, um hier unten die Gewürzproduktion ein bisschen höher zu fahren. Auch hier haben wir die Straße vergessen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber hey. Wir machen nochmal 30 Minuten Parts hier auf YouTube. Die zweite war natürlich ein bisschen kürzer, aber das lag einfach daran, dass ich gedirbt hatte. Und sie nach 15 Minuten angeblich kaputt war, aber gar nicht kaputt war. Wir haben ein paar Betriebe eingeschläfert, weil wir eine Überproduktion an Datteln haben. Eine Mitspieler besiedelt. Aber das sollte fein sein. Ja, ich könnte natürlich mit Strawpool das Ganze machen. Aber ich kann das auch am Ende einfach bei Twitch auslesen. Aber danke, mein Junge. Danke dir. Hier hatten wir gerade den Bereich nochmal erweitert. Wo ist die Kapelle? Hier. Das heißt, hier oben könnten wir noch ein paar machen. Ich habe die Holzproduktion ein bisschen abgesägt gehabt. Hier hatten wir am Anfang auch noch komplett Holz. Das ist jetzt weg. Das heißt, aktuell haben wir nur noch 4 davon. Aber ich glaube, ich werde hier gerade nochmal nachlegen. Weil ich habe das Gefühl, dass es uns delayen wird ansonsten. Zack. Das muss ja alles einer Euer Beitrag haben. Wird einem guten Zweck zugeführt. Ach ja, komm. Ich finanziere gerne Gegner mit. Warum nicht? So, die Straße muss hier kreuzen. Und da kreuzen. Das müsste passen. Oh, lol. Das hat das Problem ja gar nicht gelöst. Da muss es hier kreuzen. Und da kreuzen. Vielleicht so kreuzen? Ja, ich glaube, das ist klüger. Achso, ja, der Wald kann eigentlich legit mal da bleiben, aber andererseits never change a running system. So, das heißt, wir legen jetzt hier doch nochmal mit ein paar Holzfällern nach. Just to be safe. Wollen ja nicht, dass daran hier irgendetwas scheitert. Und weißt du was, weil es so schön war. Setzen wir nochmal einen nach. Wir sind finanziell gerade eh, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Machen wir da wenig Sorgen. Zack. Ziehen wir einmal die Straßen durch, damit das hier auch schön und ordentlich bleibt. Ja, gefällt mir so eigentlich ganz gut aktuell. Wir haben ein bisschen... Ich bin ein bisschen Zeitverschwender. Daran müsst ihr euch leider gewöhnen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Gewürze von Plantagen ich hier generell brauche. Das ist natürlich jetzt harter Unsinn. Ach, wie ärgerlich. Ich ja trotzdem überhaupt 4 hin. Ich weiß, es ist ein Notfall. Aber nicht so ein Notfall. Bleiben Sie ruhig. Tja. Sieht nicht gut aus, ne? Sieht irgendwie nicht gut aus. Ich meine, ich könnte hier noch ein Feld retten. Aber auch da ändert sich nicht viel.
Nee. Aber das kriege ich einfach nicht hin. Bisschen ärgerlich, wohlgemerkt. Aber es ist nicht so wild. Ich denke, wir werden einfach die nächste hier hinbauen. Und dann langfristig gucken, ob wir da unten vielleicht doch noch eine machen. Es gibt ja immer so, wie man das effizient löst. Ich weiß das auch. Ich weiß, dass das einige triggert, dass ich das nicht benutze. Aber es geht mir einfach darum, ich spiele das halt einfach more or less for fun. Ich weiß gar nicht, wie viele Gewürzdinger ich brauche. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wie viele laufende Kosten haben die denn? 30. Ah, schon hab ich. Probieren wir es trotzdem? Mit wie vielen probieren wir es? 4? Komm, machen wir 5 draus. Ich meine, wenn wir was übrig haben, können wir da garantiert auch verkaufen gehen. Ja, das hätten wir hier schon noch ein bisschen schöner machen können, ne? Ein Ticken schöner geht der schon. So, auch hier kommt jetzt die Straße hin. Und dann brauchen wir eigentlich auch ein weiteres Schiffchen, ne? Und wir haben immer noch den Auftrag. Folgende Waren zum Schiff, 5 Holz. Ach komm, wir hauen einfach 10-10 rein und fahren da hin. Gott sei Dank, der Geiz. Fahren wir da hin. Ist wunderbar, Leute, ne? Dann kriegen wir ganz entspannt hin. Die Mostproduktion läuft. Fischerei geht ein bisschen runter. Aber ich glaube, ich habe auch eine einpennen lassen. Ich habe 2 abgerissen. Habe ich eine zu viel abgerissen? That's the question. Möglicherweise ja. Jetzt sind ja einmal gerade die Straße durch, um zu gucken, wo die Fischerei hin muss. Blockiert die da? Sie verbunden? Ja. Sah noch ein bisschen strange aus. Das heißt, nochmal eine Fischerei nachgesetzt. Ich habe hier den Vorteil, dass ich das Ding hier drin habe für Fischerhütten. Das heißt, sollte ganz angenehm sein. Müssen wir gerade gucken, was wollen die eigentlich alles, unsere reichen Boys. Die kriegen die Gewürze jetzt demnächst. Gott meint es gut. Leinenkutten und Bier. Braucht die Schenkel nutzt überhaupt was? Diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Braucht die Schenkel nur die Schenkel oder braucht die Schenkel Bier? Wisst ihr das noch? Moin Domi, weiß das noch wer? Muss dieser ich, bedeutsame muss ich schon... Auftrag. Allah segne euch. Ein gutes Geschäft. Endlich zeigt dir etwas Initiative. Ich könnte halt das Schiff hier abkaufen. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich gerade die beste Lösung. I fucking... die Musik ist so awesome! Ja, ich habe halt schon Max Datteln. Bier ist ab Patricia. Die Schenke braucht nix. Nice. Okay, das heißt, die Schenke... ein gutes Geschäft. Ja, nice. Der kauft da fleißig. Wir machen hier den Block voll. Das heißt, wir brauchen nur noch die Laien und die Laienkutten. Wie macht man die nochmal? Mit Hanf, ne? Hier habe ich keinen Hanf, aber hier habe ich Hanf. Das heißt, hier machen wir die neue Plantagenwelt. Wahrscheinlich kommt die nach hier unten. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Ja, ich denke, wir werden jetzt ein weiteres Schiff kaufen gehen. Sieh dir dieses Schiff an. Die Königin der Meere. Na schön, es ja, gehört dir. Wirbelsturm, auf geht's. So, was machen wir hier? Wir holen die Gewürze hier ab, bringen die nach da. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen überproduziert, was die Gewürze angeht. Und Schiff hinzufügen, machen wir Wirbelsturm. Ich kaufe generell die ersten Schiffe eigentlich fast immer. Hat neues Land erschlossen. Ich weiß nicht genau, ob das immer. Ich glaube, man kann die Schiffe auch relativ früh einfach selber produzieren. Aber ich bin da nicht so der Typ für. Ich wollte bei meiner 1 jetzt hier eigentlich ganz gerne die Sachen ausladen, aber es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir können einmal nach hier unten segeln und das da verkaufen. Aber willkommen zurück. Weil andererseits, weißt du was, wir lagern das einfach hier ein für den Notfall. Zack, einmal durchgesickert. Just in case.
Und weil wir jetzt einmal auch auf dem Weg sind, können wir auch gerade noch ein paar Gewürze mitnehmen. Ne? Wir wollen ja eh zu unserer Hauptstadt. Da laden wir dann Materialien ein und werden auf unserer zweiten Insel hier Hanf anpflanzen gehen. Dass wir aber ein bisschen Zeit haben. Ja, wunderbar. Danke dir, Domi. So. Wollen wir die hier auch noch aufwerten? Warum kann ich hier... Wenn ich hier jetzt nicht baue, liegt das immer daran, dass das hier ein Range der Kapelle ist. Was immer sehr schade ist, weil dadurch das Haus wahrscheinlich auch nicht geupgradet wird, weil es einfach nicht schön aussieht. Ja, komm, wir upgraden hier noch einmal durch. Wobei ich ein bisschen aufpassen muss, weil ich will eigentlich auch noch genug Werkzeuge haben, um sofort die Hanfproduktion anzusteuern. Ach, so, die Musik ist so schön. Ist die Musik bei euch laut genug? Weil das ist mir natürlich wichtig in dem Zusammenhang. Wie ist denn das Verhältnis von Webstuhl zur Hanfplantage? Das könnt ihr mir gerne sagen. Wenn ihr das wisst, gerne. Weil sonst ärgere ich mich da nur rum. Das könnt ihr gerne machen. Die Musik ist so episch. I love it. 2 zu 1. Okay. Danke. Siehst du, so macht's. Deswegen machen solche Games halt auch mit Twitch Spaß. Ne? Deswegen stream ich das eben halt auch. Dadurch ist die Quali, glaube ich, ein Ticken kleiner. Aber das sollte nicht so ein Problem sein. Wir landen jetzt hier einmal um. Wir haben die Holzproduktion ja wieder ein bisschen angeworfen. Aber ich glaube, wir können uns das leisten. Wir haben aktuell ein ganz gutes Plus. Ja, Schiffe ist halt ticken teurer jetzt geworden. Die Gewürze, die schlagen ganz übel rein. Achso, da kommt mein Schiff. Ja, wie machen wir das denn? Was haben wir denn hier überhaupt noch am Platz? Wir hätten hier oben Platz. Das gefällt mir. Oh, der hat Dutchen gekauft. Oh, yes, baby. Danke dir für deinen Sub, Dino. Und herzlich willkommen auf YouTube. ja, wir ziehen das hier so durch. Ich mag das, wenn man das Holz wegmacht, weiß man halt immer, welches Gebiet man bewirtschaften kann, ohne dass man quasi draufklickt. So, das Schiff bleibt da vor Anker, weil das werden wir gleich noch brauchen. Ich denke, Most werden wir auf jeden Fall noch die drei hier auf Dauer mehr haben. Das heißt, Hand fängt dann wahrscheinlich hier circa an. Circa so eine Scheißangabe. Ne? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und dann auch 1, 2, 3, 4. Hier beginnt quasi Hanf. Ich liebe die Musik einfach, Leute. Can't stop schwärming about it. Pack ich den Webstuhl einfach immer hier in die Mitte? Wahrscheinlich ist das nicht nötig. Also es ist so oder so nicht nötig, aber auch vom Platz her nicht notwendig. Wir werden trotzdem die Straßen bauen, just in case, dass wir mal eine Überproduktion haben oder so. Achso, hier habe ich gleich Map-Ende, ne? Das heißt, hier machen wir das jetzt noch nicht. Das heißt, wir gehen hier rüber und machen das hier. Ich brauche 5 Felder. Ne, ich brauche 4. Aber hier habe ich nur 3 gemacht. Warte mal, was? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Nice Bait. Fischhütte ist schon wieder. But why? Hä? Ist keiner in Range. Ja doch, du bist doch in Range. What? Hä? Okay. Vielleicht hatte ich einfach nur gerade ein Problem mit keiner, der frei war.
Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Hey, warte mal, er hat mir doch Geld gegeben. Naja. So, dann wollen wir mal gucken. Weiß halt auch nicht, wie viele Hanfplantagen wir hier genau brauchen werden. Aber das finden wir raus. Ich glaube, ich könnte die alle einen Schritt näher ran machen, ja. So sieht's ganz schön aus. Das mag ich. Warum ist mein Plus so krass geschehen? Ist die Frage, ob ich das hier mit den leicht verbauten Plätzen auch schaffe. Actually, I probably don't. Machen wir das hässlich oder machen wir es schön? Ich könnte hier den Webstuhl machen. Wenn ich dann hier die Hanfplantage mache. Oh, yes, baby. Dann müsste ich das doch hinkriegen. Yes. Linia, vielen lieben Dank für deinen Sub. So, mein Schiff liegt ja noch vor Anker mit mehr Holz. Da wollen wir mal. Also hier kriege ich es halt nicht hin, ne? Könnte ich hier was anders lösen? Leider auch nicht wirklich, ne? Aber ich denke, eins mit dreien wird trotzdem reichen. Hoffen wir einfach mal, dass es reicht. So, ich lasse den Stream laufen, blablabla. Hast du ein Passwort, wo ich Sachen schicken kann? Wenn du im Anruf bist, habe ich eine Strategie mit den ganzen Verhältnissen und ich brauch's mehr. Nee, danke. Das ist echt lieb von dir. Aber tatsächlich habe ich kein Postfach. Und ich bin auch jemand, der sowas an sich gerne austeilt. Weil es gibt ja diese perfekten Baupläne. So das Verhältnis zu wissen, ist schon finde ich, ganz angenehm. Ist jetzt mal kurz unser Handelsroute 1 ändern. Und auf Leinen umsatteln. Können wir die auch benennen. Moss und Leinen. Und die nennen wir Gewürze. Das geht ja ganz gut klar. Ja, leichte Holzüberproduktion, das war zu erwarten. Gewürze sind die jetzt happy. Jetzt müssen wir halt überlegen, wie wir das mit den Schenken machen. Also die hier würde mir ganz gut gefallen. Klar, die geht ein bisschen auch in den... Ich glaube, die hier wäre besser. Wobei ich da oben ja vielleicht sogar noch weitermache. Soll ich vielleicht die? Wenn ich hier die eine mache und hier die andere, da wird da unten aber vieles sich nicht entwickeln können. Ist das schlimm? Nee, ich glaube, wir machen hier und dann hier. Oh, yes, baby. Oder auch hier. Yes. Vielen Dank, Iniki. Ja, oder ich mach's so. Dann könnte ich im Zweifel, wenn ich hier hinten die wirklich noch haben will, könnte ich hier nochmal eine machen irgendwann. Und dann könnte ich hier die machen und die andere dann hier. Aber ich glaube, das ist ganz günstig. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Ach, wirklich.
Muss da hinfahren. Na gut, komm. Fahren wir. Fahren wir da mal hin. Ja, aber wir sollten die generell nicht zuerst hier bauen, sondern erst auf der anderen Seite dann entsprechend. Weil hier unten haben wir halt ein paar Sachen, wo keine Kapelle dran kommt. Was hatte ich gesagt? Hier. Dann geht die bis zu dem Block. Wäre hier die nächste, ne? Die Überschneidung ist ein bisschen da, aber das ist nicht so wild. Aber das, nach hier hinten wäre es halt ärgerlich, ne? Hier hinten können sich die dann alle nicht entwickeln. Und hier hinten werde ich ja auf jeden Fall noch versuchen, bis zur Grenze zu bauen. Das lässt sich nicht perfekt lösen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ärgerlich. Wahrscheinlich ist es das. Dass du diese kleine Entscheidung bei Anno, die einen echt Bauchschmerzen machen. Zack und zack. Ja, dann haben wir hier halt rechts und links sind wir ein bisschen, kriegen wir ein bisschen was nicht. Ich meine, ich könnte auch noch eins weiter rüber gehen. Dann würde ich bis dahin kommen. Und hier was ist halt mein kann Marktplatz. Ich dem Kaiser über den Auftrag seid bedankt für euer Beistand. Dafür kriege ich 50 Angelegenheiten. Ihr verrichtet Gottes Werk. Ihr seid ja doch zu. Wie liebenswürdig von. Okay. Ich muss Leute retten. Na gut. Auf geht's. Im Multiplayer hat man da natürlich ein bisschen mehr Zeitdruck, was das angeht. Lass doch ein paar mehr Steuern zahlen. Ja, ich könnte ein bisschen mehr ausnehmen. Das ist vollkommen richtig. Solange ich die nicht entwickeln lassen will, wäre das auf jeden Fall eigentlich die bessere Idee. Ja, was soll's, Leute. Da müssen die dann leider durch. Wenn ich so mache, kann ich da sogar noch ein Haus daneben setzen, ne? Ja, so kann ich da oben noch einen ganzen Block haben. Wo soll ich da unten den Block? Ich helfe euch gerne aus. Ich meine, der kann sich gerade eh nicht entwickeln, weil er keinen Glauben hat. Das heißt, eigentlich ist es wurscht. Ah, Leute, die Entscheidungen sind nicht so einfach. Aber das wird die Entscheidung, von denen Anno halt auch wirklich lebt, ne? Komm. Wir hauen sie da ein. Und die andere hauen wir hier hin. Beziehungsweise hier hin. Ja, ich muss ja quasi nur den Bereich abdecken. Ja, da wird ein bisschen was wegfallen. Aber andererseits kann ich halt auch hier hingehen, dann fällt ein bisschen weniger weg. Weil der deckt halt hier den Bereich nicht ab. Der würde das ein Stück weit tun. Ich glaube, hiermit gewinne ich mehr. Ich verliere da unten ein bisschen was, aber das ist nicht so wild. Und dafür habe ich da oben nochmal ein paar mehr. Da ziehen wir durch, Leute. Schenke ist immer relativ teuer, ne? Also. So. Irgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Leinen werden langsam erfüllt. Das ist sehr schön zu sehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir auch die hier entwickeln, die nah an der Schenke sind. Alles, was jetzt quasi in Schenken-Range ist, ist jetzt natürlich auch langfristig ausstiegsberechtigt für die nächste Stufe. Können wir hier eigentlich die Straße mittlerweile durchziehen? Nee. Der tote Punkt. Ja, dann sollten die bald ready sein. Ich hätte ja so einen Grund und Boden geflankt. Ja, das kommt mit dem Alter. Da wird man ein bisschen reifer. Vielleicht hätte ich das früher auch getan. Ich habe das Gefühl, dass die Leinproduktion nicht wirklich reicht, ne? Können wir mal gucken. Da kommt 10 an. Und wenn der hinten ankommt, sind die schon wieder weg. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal noch eine Hanfplantage mehr machen.
Übrigens produzieren die gerade nicht alle 100%, weil halt ein Hanfling fehlt. Aber das war ja zu erwarten. Können wir wahrscheinlich noch eine Hanfreie hinterher setzen. Wenn ich hier jetzt ein Hanfding mache. Oder sagen wir, ich mache hier so eins und hier das. Oh, das kann ich gerade gar nicht. Na gut. Dann müssen wir erstmal kurz warten, bis mein Schiffchen wieder da ist. Das hat die Leute aufgesammelt. Ist das nur einer? Ja, ich muss nur ein Schiffsbrüchchen sammeln. Das ist kein Problem. Du planst alles so perfekt. Wenn ich spiele, baue ich einfach alles in der Gegend rum. Naja, ich hab einen kleinen Symmetriehang. Ne? Den kann ich nicht... Von dem kann ich mich nicht freisprechen. Und das spielt da wohl mit rein. Ja, die Laien reichen aktuell einfach noch nicht. Aber da werden wir natürlich langfristig Lösungen für finden. Bis dahin hauen wir hier mal die Leute hoch. Normalerweise entwickle ich die nicht, wenn die quasi nicht im ganzen Block entwickelt werden können, aber hier ist es halt einfach so. Oh, tatsächlich mal ans Limit gekommen. Das passiert auch nicht so oft. Aber wir können das lösen, weil hier passt ja noch ein Haus hin. Direkt neben der Schenke. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur kurz gedulden und dann können wir das hier unten auch noch entwickeln. Klasse. Nice. Der Rat der Zehn besitzt unzählige dieser Schiffe. Sie sind das Herzstück und der Rat der Zehn. Der Rat der Zehn. Der Rat der Zehn. Der Rat der Zehn. Ja, ja, der Rat der Zehn. Mhm. Man kann sich alle Farben, Produktionsketten, perfekte Beats googeln. Willst du Spätzen beim Brot brauchen, sonst geht's hier schnell Platz aus. Ja, da hast du natürlich recht. Aber genau das, finde ich, ist für mich halt auch der Charme von Anno, genau das nicht zu tun. Das Verhältnis, klar, das finde ich schon wichtig. Aber den Rest würde ich so ein bisschen selbst rausfinden. Das wird einige triggern, weil man dadurch natürlich auch nicht so schnell so weit kommt, wie man kommen sollte. Aber, denke, das geht. Diesmal sind wir zumindest bei ein paar noch, bevor es wieder ausgeht. Wenn das Schiff das nächste Mal hier ist, laden wir da auf jeden Fall was drauf. Ach komm. Oh, ich habe mein drittes Schiff gar nicht gebindet. Wo ist das denn gerade? Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät dem Kaiser. Da ist der Wirbelsturm. So, Mostproduktion läuft auf jeden Fall gut. Vorspiel ruckelt immer so ein bisschen. Ich bin froh, dass ich... Alter, dass ich dafür so viel kriege, ist halt lächerlich. Hauen wir da nochmal das drauf und wir hauen nochmal ein bisschen was davon drauf. Zack, komm, fahr rüber. Dass die immer so lange brauchen, wenn man die Handelsrouten kurz deaktiviert. Ich meine, er macht halt wirklich gerade gar nichts, ne? Oh, habe ich die ausgesetzt dadurch? Ihr werdet wieder. Dann erklärt es natürlich, warum man nichts macht, ne? Habe ich jetzt eigentlich schon die dritte Quest der Reihe? Nee, habe ich schon mal nicht. Na gut. Ach komm, fahr doch bitte rüber. Nice. Ja, das delayt natürlich alles hier so ein bisschen. So, einmal ausladen. Okay, du musst kurz warten. Es tut mir leid. So, und jetzt wollen wir das ja testen, ne? Wenn wir das hier bauen und das hier hin, kann ich hier den Platz nutzen? Kann ich ganz gut. Das heißt, wir hauen eigentlich hier hin. Ah, der hat aktuell nur 3, ne? Schaffe ich dann hier nochmal noch eine hinzusetzen? Ja, guck mal einer an. Das sieht doch schön aus. Zack. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt kann meine 2 auch das abliefern und ihren ganz normalen Auftrag weitermachen. So, ich denke, damit sollten wir das Problem halbwegs in den Griff kriegen. Zumindest für den aktuellen Bevölkerungsstand. Backseat Girl will es dann auf jeden Fall auch nicht. Doch, doch. Auf jeden Fall, gerne. Ihr könnt gerne Tipps geben, so was ihr generell das Gefühl habt. Ich will halt nur nicht die perfekten Builds. Ich denke auch, dass das an sich recht verständlich ist, oder? So, haben wir hier irgendwas deutlich zu viel? Oh, warum ist meine Mostproduktion jetzt doch nicht groß genug? Okay. Scheitert es an den Warenhäusern? Das kann ich mir nämlich vorstellen. Dadurch könnt ihr jetzt kriegen die einen Marktkarren mehr. Ich glaube, es sollte eigentlich reichen. Ich glaube, es war echt nur, weil ich das Schiff aufgehalten habe. Aber wir sollten trotzdem auf Nummer sicher gehen.
Wie habe ich denn hier immer 4 hinbekommen? Weil wenn ich jetzt hier noch eins daneben setze, dann schaffe ich ja niemals noch 4. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Rat. Naja, aber wir machen zumindest die 3 voll. Mostproduktion. Steht damit eigentlich auf ganz soliden Füßen. Ja, okay, die werden gerade alle nicht abgeholt. Now, that makes sense. Wahrscheinlich war das Ding auch voll. Ja, ich habe die Handelsroute einfach kurz außer Kraft gesetzt gehabt und damit mich selbst getrollt. So, automatisches Speichern reichen so wenige Markthäuser nicht immer, nee. Aber wenn du die upgradest, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Ticken besser. Sollte eigentlich klar gehen. Die Bauern könnte ich jetzt mehr Steuer nehmen, aber ich, ja doch, komm. Ausgeglichen mit Bauern, die Gebäude sind eh alle voll. So, ja, hier muss man tatsächlich weniger Stress haben. Das ist ja auch das Schöne an anderen, ja. Die Dollarproduktion wurde von einem Mitspieler besiedelt. Wie ist eigentlich die Gewürzproduktion? Reichen die Gewürze? Ah, die scheinen zu reichen. Pro Markthaus gehen 4 Farmen normalerweise. Ja, wir haben es jetzt hier mit der Holzproduktion schon aber doch ein bisschen übertrieben. Meine Sorge ist quasi, wenn ich jetzt noch weiter expandiere, dass ich ein bisschen mich selbst delaye. Deswegen lassen wir hier mal ein paar einpennen. Ja, das ist das Schöne ja an der Holzproduktion. Dass man die einpennen lassen kann und die nichts mehr verbrauchen. Oh yes, baby! Einfach yes. Alle einpennen lassen. Auch nicht schlecht. Anime Screams? War es Streams oder Screams? Ich weiß es nicht genau, aber vielen Dank für deinen Sub. Gerade steht mein Schiff hier aktuell ein bisschen rum. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte. Gesandte? Oh, geht aber jemand rein. So, wie sieht es jetzt mit den Laien aus? Wir haben jetzt 13. Und die sind auf dem Weg. Geil. Das heißt, die sollten halten. Es geht doch. Sollte also passen. Most scheint auch wieder zu gehen. Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie sich die nächsten Minuten hier verhalten. Könnte auch noch ein Warenhaus hier hinbauen. Aber ich glaube, es kommt später ja auch noch ein großes Lager raus. Dies sind die ersten Baupläne, die ich euch aushändigen kann. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir hauen nochmal eins rein einfach. So, die werden natürlich jetzt hier nochmal alle abgeholt, die Holztypis. Und jetzt müsste es gleich soweit sein. Gleich müssten wir Patrizia haben, Leute. Und das machen wir noch in der Folge. Ja. Also eigentlich sind wir schon über die 30 Minuten drüber, aber ein paar Minuten haben wir da ja immer Kulanz. Kommt schon, Leute. Yes! Here we go, boys! Einige Patrizier sind in ihre Stadt. Tada! Patrizia! Leute, und damit tschüss und bis zur nächsten Folge. Ja, haut rein.